ich sagen, ich kann es einfach nicht lassen. Vorletzter Tag meines kleinen Urlaubs hier am Lago Maggiore. Und bei dem Wetter konnte ich nicht einfach sagen, ich fahre nicht wieder hoch. Ich fahre zum ersten Mal so gerne 1200 Meter hoch. Trotz E-Bikes, das wie gesagt nicht unbedingt die Motorstärke hat, wie man sie kennt. Das heißt, ich muss sehr viel strampeln trotzdem. Deshalb ist es dennoch anstrengend. Aber wie gesagt, die Vorfreude auf die Trails und auf das schöne Wetter überwiegt. Und deshalb bin ich wieder auf dem Weg nach oben. Ich, ja, was ich auf jeden Fall heute machen werde, ist ein Trail, das ich schon beim letzten Mal immer vorbeigefahren bin und mir gesagt habe, ach komm, ich mach den. Und bis jetzt habe ich den halt nicht gemacht, aber heute werden wir den machen. Dann nehme ich euch mit und ich hoffe, ihr werdet genauso viel Spaß dran haben wie ich. Bis dahin stampel ich erstmal nochmal, keine Ahnung, 900 oder 1000 Meter hoch. Ja, und dann sehen wir uns oben. Also, viel Spaß. Monte Piambello die dritte. Es ist dann doch das dritte Mal geworden, dass ich hochgekommen bin. Haben wir jetzt mal doch eine Jacke angezogen, weil hier oben auf 1100 Meter Höhe ist es dann doch ein bisschen frisch, nur mit dem T-Shirt. Und ich gehe gleich in den Wald rein, da wird es auch nicht unbedingt wärmer. Aber ich freue mich. Ich freue mich jetzt riesig. Ich habe jetzt noch ungefähr, glaube noch 2 Stunden bis Sonnenuntergang. Davor will ich schon längst wieder am Campingplatz sein, weil ich will nicht unbedingt im Dunkeln oder im Halbdunkeln durch diesen Wald fahren. Ich habe gehört, es soll es hier irgendwelche Wölfe geben. Keine Ahnung. Macht die Sache nicht irgendwie einfacher. Aber ja, ich lasse einfach laufen und hoffentlich erwische ich keinen oder begegne ich keinen. Nun gut, dementsprechend, wie ich schon vorhin sagte, werde ich heute den anderen Trail noch anfahren, den ich schon seit 2 Tagen fahren will. Den werden wir heute fahren zusammen und ja, wünsche mir Glück und dass ich mich wieder nicht wieder auf die Fresse haue. Also, bis später. Okay, MTB 29, die dritte. Für diesen Kurzurlaub oder Urlaub auch die letzte Abfahrt. Morgen, übermorgen geht's zurück. Und ja, ich werde dann wahrscheinlich morgen eher nicht mehr hochfahren wieder. Morgen ist mein Wurzeltag, Geburtstag. Und da mache ich was mit der Family. Schauen wir mal, wo es so ziemlich schlägt. Höchstwahrscheinlich wieder hier in die Berge, aber halt nicht zum Fahrradfahren, sondern eher zum Essen. Morgen Abend wird hier gegessen. So, mal schauen, ob ich die gestrige Zeit stopfen kann für die Abfahrt.
wäre eigentlich ein perfekter Spot für die Drohne. Aber gut. Wenn man den Trail ein paar Mal gefahren ist, fährt man den doch dann wieder ganz anders. Ja, eine Ehrenrunde auf dem großen Bankparkplatz oder Platz und gleich weiter geht's. Jetzt Welcome to the hell of stones. Komplett falsche Line heute. Aber was anderes probieren, ne? Okay. Das habe ich mir gestern noch nicht zugetraut. Oh, das war meine vordere Laufrad. Puh, das ist Arbeit, meine Damen und Herren. Vor allem besteht diese Arbeit darin, am meisten nicht unterzufallen. Oh, oh mein Gott. Puh. Das sind wieder Wanderer. Ein bisschen vorsichtiger sein. Keine Ahnung, was ich alles zerstöre gerade. Von der Geschwindigkeit. Dieser Sprung hat es echt in sich, weil die Landung ist nichts anderes wie lose Steine. Aber ich glaube, der einzige Sprung, den ich so gehen kann. Alles andere ist dann doch heftig tricky. Hier noch volles Airtime zu generieren. Okay, Chicken Light oder sowas. Keine Ahnung. Schon wieder diese blöde Rinne. Schau ich dir dann aufs Cam an. Das war Surfing in the Leaves. Oh.
Jetzt eskaliert es sehr schnell. Jetzt eskaliert es sehr schnell. Sag ich euch doch, das eskaliert sehr schnell hier. Boah, das war ein halber Berg, habe ich mitgenommen. So ein paar Stufen. Das mit dem Trailbike, meine Damen und Herren. Das macht wahrscheinlich umso mehr Bock. Zwei Kolbenbremse und 140 mm Federweg. Wurzel. Da nochmal einfach mal einen Baumstamm mitten im Weg. Das war tricky. Kurz absteigen. Alter Schwede. Oh, das hätte ich auch geschafft, aber ich bin weggerutscht hinten. Das habe ich doppelt sogar letztes Mal gefahren. Oh, der Fasching. Da geht's hier ab, ey. Meine Augentränen. Ah, wie viel Batterie haben wir überhaupt noch? Ich weiß noch grün. Na dann. Oh, mein Rücken jetzt schon, ey. Das ist. Okay. Ich hab. Ich bin in Stachel gelandet. Oh. Ein Fehler und du liegst hier. Und ich habe echt diesen einen Felsen da, den habe ich gerade auf mein Gesicht zukommen sehen. Und habe ich dann nur noch nach links geschmissen. Und das Geile ist hier, oh, ich habe wahrscheinlich was in den Körper drin, dass solche Stacheln da sind. Und die pieksen gerade. Das heißt, ich werde mich jetzt mal auspieksen mit den ganzen Stacheln und dann geht's gleich weiter. Alter Schwede. Schon einfach mal ein Hund auf Wolfsjagd. Einfach mal ein Hund hier mitten im Wald, der auf Wolfsjagd geht. Ich gehe wahrscheinlich zurück zu einem Herrchen. Also, zumindest haben wir herausgefunden, dass der Alarm funktioniert. Das heißt, sollte ich wirklich stürzen, gehen die Anrufe raus. Was auf einmal auch sicher ist, die Tatsache, dass die Stacheln, die ich in meinem Hintern habe, ich nicht rausbekommen habe. Auf dem Campingplatz werde ich dann langsam versuchen, jedes einzelne Stachel wieder wegzubekommen. Mal der Zufall. Wirklich alles gut. Aber nochmal, nicht sein.
also doch tatsächlich ein Fuchs über den Weg gelaufen und hinter ihm so ein Jagdhund. Und die wunderschönen Treppen, Stufen, Entschuldigung, immer sage ich das falsch. Schade, dass ich das nicht auf Cam hab. Ich werde es echt vermissen hier. Wo bekomme ich das schon? In good old Germany. Ah, bestimmt den anderen Berg, den man befahren kann. Ja, da geht's. Diesen einen Weg nicht gefunden. Das sieht eher nach Trail aus. Okay. Dann schauen wir mal den. Der war auch nicht gedacht. Da bin ich auch falsch gefahren. Das Schöne ist, dass ich gerade eben Reifensprung gesehen habe. Scheint nicht der einzige zu sein, der hier runtergefahren ist. Das ist jetzt auch wieder für mich komplettes Neuland. Schön auf Camber. Nein, das ist aber nicht da jetzt, oder? Tatsache, das ist der Lantana Trail. Ja, zum Glück bin ich denn hier lang gefahren, ne? Also meine Beine machen schlapp. Nicht schön. Oder auch nicht. Aber ich glaube, ich gehe falsch. Damit ihr wisst, was da abgeht. Das ist echt nicht zum Spaßen hier. Wenn ich ehrlich sein soll. Hier. Stein. Berg. Noch, 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 noch. Ich glaube, erst jetzt ist angekommen. Also. Da nicht runterfahren, bitte. Keine gute Idee. So, jetzt kommen wir wieder an diese Psychopath, wo ich wahrscheinlich heute eventuell ein paar Mal absteigen werde. Was bin ich jetzt? Ich bin allein unterwegs und alleine solche Sachen machen muss nicht unbedingt sein. Das ist schon wirklich genug, was man hier alles machen muss. Das habe ich bei gestern zum Beispiel nicht so getraut. Heute ja.
Aber das, hier sind der Spitzkern. Das will ich mir nicht geben. Da schäme ich mich auch nicht für. Und jetzt. Oh, wer wusste denn? Falsche Fußstellung. Nächste Brückenstelle. Guck mal das an, ey. Look at this. Ah, das ist halt. Ja. Ja, ich will einfach nicht. Muss nicht sein. Kann ich nur wiederholen. Ja, ich spüre überall diese, diese Dornen. Ey. Überall. Ein Schlag auf den Rahmen. Boah, da habe ich gerade den Lenker verloren. Fast. Das hat nicht viel gefehlt. Ich bin aber auch ein bisschen schnell unterwegs an dieser Stelle. Dafür mache ich manchmal Sachen, wo ich denke mir, wieso mache ich das? Ich mag nicht wissen, wie es sonst hier untergeht. Ja, ich habe es geschafft. Komm schon. Ich hab's gleich geschafft. Oder? Oh, never ending. Steps. Shimano Steps. Oh mein Gott. Das denkt man. Eine Enduro-Runde. Ah, komm hoch. Halleluja. Also, Treppen hinter mir. Also, so eine Runde hier ist, glaube ich, eher auch Richtung Enduro, nicht nur Downhill. Und von auch mal Cross Country. Hier ist alles dabei. Tausend Fahrer tragen, schieben, hochschieben, runterfahren. Aber wenn du halt dann
So eine Aussicht genießen darf dabei ab und zu. Es ist allemal bezahlt, das Ganze. Also, wir sind jetzt gleich im nächsten Dorf. Ich habe leider den Namen vergessen. Das ist wirklich hier so ein Mittelalterdorf. Da ist nichts mit großartigen Straßen. Ich frag mich gerade zu überhaupt, wie die Autos da durchkommen. Wahrscheinlich müssen die irgendwo weiter unten parken und dann hochlaufen. Aber nochmal, bei der Aussicht verzeihst du vieles. Also, da geht's weiter. Und Sonne ist zumindest mal hier auf der Seite weg. Dort scheint sie noch rüber. Also ich habe vielleicht noch eine Stunde Zeit, bis ich dann endlich am Campingplatz bin. Hoffentlich früher. Und wir sehen uns dann gleich auf dem Bike. Ich will mal gucken, was es hier oben gibt. Ja, ich schaue mal kurz noch, was es hier alles gibt. Ach so, ja, das ist eine Kirche. Zumindest. Warte mal kurz, ich drehe mal kurz die Kamera. Ja, wir stehen hier vor einer richtig alten Kirche. Ich denke mal, ja, ich werde es mir nochmal durchlesen, aber es ist sehr aus dem Mittelalter, würde ich mal schätzen. Genau, und hier seht ihr mal die Kirche. Was steht denn hier? Hier könnt ihr Halt machen für ein Gebet und die wunderschönen Fresken bestaunen für eine kleine Spende. 1 Euro. Ich glaube, wir machen das mal. Ich hau mal kurz einen Euro raus. So, hier ist der Euro. Und da ist der Schlitz. Das sieht aus wie ein bisschen wie so Spielautomatenschlitze von früher. Da habe ich immer sehr viel Geld investiert. Ja, kann man nicht als Investment bezeichnen. Schauen wir mal, wahrscheinlich, wenn ich jetzt hier den Euro reinschmeiße, geht gleich hier das Licht an. Ansonsten haben wir Euro gespendet. Aha, look at this. Ja. Ich hoffe, ich versuche so wenig wie möglich zu spiegeln zu lassen. Aber das nennt man noch richtige Handarbeit. Alten Fresken. Aus dem, keine Ahnung, gefühlten Jahrhundert. Hat was, oder? Ja, so schön. 1 Euro für eine Minute Strom. Schauen wir uns doch kurz hier drüben an. Was ist das? Das ist, glaube ich, eine Toilette oder sowas. Könnte eine sein. Kannst man sich ja so draufsetzen und gemütlich, ihr wisst schon. So, ich muss aufpassen, dass mein Fahrrad nicht wegkommt. Ansonsten haben wir hier nochmal dementsprechend eine wunderschöne Aussicht über Carmine Superiore und irgendwo da hinten ist das Campingplatz, wo ich hin muss. Da hinten ist, glaube ich, die Luini, glaube ich, da waren wir gestern. Wenn ich mich nicht täusche, muss es Lee sein. Ja, ansonsten sehr schön. Hat was. Sehr malerisch. Sehr verwinkelt. Gefällt mir. Casa Chiesa. Chiera. Schaut euch das mal an. Wie das hier aussieht. Kann ich ja fast einen Trail draus machen aus der Stadt. Muss ich wieder den Fahrradmodus begeben. Okay, das ist mir brutal eng. Immer auf die Pedale drauf. Oh, jetzt kommt hier die wirkliche Geschichte mit Fahrrad hochtragen. Ja, mein Gott. Ja, bis gleich.
Jawohl. Jawohl. Gott. Ja, okay. Das war mal irgendeine Behausung. Und hier geht's wahrscheinlich irgendwo runter. Aber es gibt schlechtere Aussichten, oder? Manchmal reicht so eine Ruine, um mal in den Genuss von Schönheit zu kommen. Da brauchst du nicht viel Geld. Okay, weiter geht's im Programm. Ha. Willkommen auf der Sonnenseite. Also, gefühlt. Sonne ist auf dem anderen Ufer. Hoppla. Nach oben. Den gleichen Fehler wie letztes Mal. So, jetzt kommt wieder die Idylle. Das sieht für mich voll nach hier Hobbit aus und so. Auenland. Ich finde nur noch die kleinen Hügelchen. Und die Hobbits, die da rauskommen und hier rumlaufen. Oder was meint ihr? Könnt ihr gerne mal in den Kommentaren reinschreiben. Ja. Wunderschön hier. Oh mein Gott, das war wieder knapp. Also man muss echt mit den tiefliegenden Ästen aufpassen. Weil die haben es echt in sich. Aber mal wieder Aussicht. Aussicht und Aussicht. Okay. Oh, was ist das denn jetzt? War letztes Mal nicht da. Wonderful, 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 wonderful. Ja, noch ein bisschen, dann sind wir am Ausgang des 12 Kilometer langen Trails. Oder wenn sogar nicht noch mehr. Das Schöne ist, dass heute so gut wie keiner unterwegs ist im Vergleich zu letztes Mal. Das war es hier voll mit Leuten. Boah, schauen wir mal, ob ich hier hinterkomme. Oh mein Gott, ich hab's geschafft, aber mein Helm hat abbekommen. Die alten Römerstraßen. Das ist schon das Ende vom Trail. Ihr seht schon, ich sehe das Licht kommen. Ich sehe das Licht. Und die Straße. Oh mein Gott, oh je, oh je, oh je, muss man aufpassen. Okay, 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 nicht hängen bleiben. Halleluja! Yeah! Yeah! Das ist ja echt, ist schon ein kleiner Sieg, da runter zu fahren. Jetzt kann man mal heizen hier. Keiner da. Gut,
vorstellen, wie sich Leute fühlen, die da der Red Bull Downhill machen, da in Mexiko oder wo die auch immer sind. Hier muss ich halt ein bisschen aufpassen, weil jetzt sind wir schon wirklich in Zivilisation. So, nach insgesamt glaube ich wieder 30 Kilometer, 12 Kilometer mindestens nur Trails, ein Sturz, Begegnung mit einem Fuchs und einem Jagdhund, werde ich das für heute hier auch abschließen. Ich hoffe, euch haben die Videos gefallen. Es wurden ja wahrscheinlich dann auch 3. Ich werde auf jeden Fall wieder hier zurückkommen. Nicht nur wegen den Trails, aber auch weil es hier wunderschön ist und einfach schön ruhig ist. Ich würde mich wie immer freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst. Gerne liken und kommentieren. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Bye bye. Sera. Per caso avete già ricevuto le brioche? O ancora? Veramente? Me le potresti fare pure da portare via? Dopo ci siete pure ancora? Guarda, siamo aperti fino alle 8. Fino alle 8. E domani? Domani siamo aperti. Ce ne avete ancora le brioche per domani pure? Allora non esagero adesso. Me ne prendo solo 2 per da portare via. Se no avete esagerato me ne avrei preso 10.